Gestatten Sie, mich vorzustellen. Mein Name ist Voltaire, Europas größter Dichterfürst und Friedrichs Kammerherr. Bei ihm steh ich im Fürstendienst, in höchster Ehr und Gunst, und dafür sonnt sich der Monarch im Lichte meiner Gunst. Wollt er oder wollt er nicht? Das ist ihr die Frage. Der Preußenkönig wohnt in seiner Sommerresidenz, ein postmoderner Wellness-Tempel seiner Exzellenz. Dichter, Denker, Musiker hat er ihr ergekarrt, die klügste Köpfe seiner Zeit um seinen Thron geschart. Als König hat er sich mit halb Europa angelegt, doch ihr gibt er den Künstler, der seine Musen pflegt. Bienvenue hier in Sanssouci, ihr tut der König nur, was ihm gefällt. Bienvenue hier in Sanssouci, des großen Königs kleine eile Welt. Vernunft und Wissenschaft, alles kommt zu Wort. Ja, alles ist erlaubt an diesem sonderbaren Ort. Die königlichen Tafelrunden sind schon legendär. Ihr gibt sich der Monarch sehr tolerant und ganz leger. Nur ihr vergisst er ganz und gar, ein Despot zu sein. Ihr in seinem ganz privaten Wolkenkuckuckshaus. Ihr in Sanssouci, ihr tut der König nur, was ihm gefällt. Bienvenue, ihr in Sanssouci, des großen Königs kleine eile Welt. Oh la la. Scheinbar ungezwungen diskutieren, spotten und frivoles Resonieren, unauffällig andere denunzieren. Ja, das ist die Königsdisziplin. Nur wer dieses Spiel beherrscht, verdient sich die Meriten und gehört zum Kreis der königlichen Favoriten. Bienvenue hier in Sanssouci, ihr tut der König nur, was ihm gefällt. Bienvenue hier in Sanssouci, des großen Königs kleine eile Welt. Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen hier in Sanssouci. Sanssouci bedeutet sorgenfrei. Die Dichter sind sorgenfrei, die Denker sind sorgenfrei und sogar die Wissenschaftler sind sorgenfrei. Begrüßen Sie nun bitte den Gastgeber des heutigen Abends. Hier ist nur für Sie Friedrich der Große.